Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Harnverlängerung richtig montieren und auch abdichten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe bei mir unterm Waschbecken jetzt einen Anschluss für mein Eckventil. Doch wie wir sehen können, ist dieser Anschluss einfach zu weit in der Wand hinten drin, weswegen ich diesen jetzt halt mit einer sogenannten Harnverlängerung anschließend verlängern werde. Und hierbei ist eigentlich nur wichtig, dass es von der Länge her am Ende so sein sollte, dass die Harnverlängerung entweder bündig mit den Fliesen ist oder sogar einen Ticken weiter in der Wand. Denn wir möchten natürlich auch, dass später von unserem Eckventil die Rosette auf jeden Fall sauber noch drauf passt. Deshalb messe ich mir mal genau den Abstand zwischen meinem Anschluss und der Fliese bzw. der Wand aus. Bei mir sind das genau 28 mm und jetzt muss man einfach wissen, es gibt Harnverlängerungen meistens in 5 mm bzw. in 10 mm Schritten. Bedeutet, bei meinen 28 mm wäre die 30 mm Variante schon etwas zu lang, weswegen ich am Ende auf jeden Fall für die 25 mm Variante entscheide. Im normalen Hausgebrauch macht man mit dem Rotgussmodell normalerweise nichts falsch und ich persönlich bevorzuge immer das Abdichten mit Hanf, da man hier einfach den Vorteil hat, man kann das Ganze reindrehen und am Ende auch wieder etwas zurückdrehen, ohne dass es sofort undicht wird. Dieses Problem hat man nämlich zum Beispiel bei dem Teflonband. Wenn du am Ende aber trotzdem sagst, du möchtest deine Harnverlängerung mit Teflonband oder auch mit so einem speziellen Gewindedichtfaden abdichten, dann habe ich hierfür natürlich auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal. Zuerst also mal noch ein Sägeblatt zur Hand nehmen und hiermit das Gewinde auf jeden Fall etwas stärker anrauen, dass der Hanf anschließend auch ordentlich drauf bleibt. Danach nehme ich mir für mein Halbzollgewinde ca. 15 cm Hanf zur Hand und gehe am Ende auch nochmal gerne mit meinen Fingern hier etwas drüber, um einfach größere Verknotungen zu entfernen. Nehme mir als Rechtshänder die Harnverlängerung in die linke Hand und halte hier auch meinen Hanf an einer Seite fest. Und jetzt kann ich nämlich das Ganze über meinen Daumen schön straff einmal in Gewinderichtung auf meine Harnverlängerung draufgeben. Hierbei achte ich darauf, dass ich auf jeden Fall den ersten Gewindegang freilasse, dass das Gewinde anschließend auch besser anpackt. Und nach circa 1 bis 2 Umdrehungen kann ich jetzt auch die zweite Hälfte hier nochmal dazu nehmen, schön straff ziehen und den Rest auch um diese Verlängerung drumherum geben. Danach gerne auch erst einmal mit den Fingern etwas glatt streichen. Im nächsten Schritt sollten wir auf jeden Fall mit einer Drahtbürste mal noch den Hanf besser in die Gewindegänge hineinbürsten. Und wenn auch das passt, etwas Vermied auf den Hanf draufgeben. Das ist einfach eine spezielle Gewindedichtungspaste und wir können es noch einmal schön in Gewinderichtung draufgeben. Und somit haben wir jetzt auch schon unsere Harnverlängerung richtig abgedichtet. Da alles richtig vorbereitet ist, können wir die Harnverlängerung jetzt eindrehen und hierfür gibt es einfach spezielle Werkzeuge. In meinem Fall habe ich einen sogenannten Stufenschlüssel an einer Ratsche. Da kann ich jetzt nämlich diese Verlängerung einfach mal sauber draufgeben. Anschließend setze ich diese in die Wand rein und jetzt probiere ich erstmal per Hand, dass das Gewinde irgendwie anpackt. Bei mir ist das eh schon geschehen und anschließend drehe ich einfach noch so weit das Ganze rein, dass laut meinem Meister mindestens 2 bzw. auch 3 Gewindegänge von der Harnverlängerung, die schön abgedichtet wurde, im Anschluss verschwunden sind. Denn dann ist es auf jeden Fall dicht. Zum Schluss muss ich alles noch fachgerecht auf Dichtheit überprüfen. Hierfür habe ich entweder die Möglichkeit, einen Baustopfen einzudrehen oder wenn ich aber eh schon weiß, dass ich ein Eckventil hier anbringen möchte, dann drehe ich natürlich das Eckventil rein und kann dieses schließen. Dafür habe ich aber auch schon mal ein extra Video gemacht, wie man das richtig montiert. Und somit haben wir auch schon eine Harnverlängerung richtig angebracht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Harnverlängerung, Harnvermied oder auch so einen speziellen Stufenschlüssel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.